So. Mensch, dass ich mal als Düsseldorfer nach Köln fahre zu einer Filmbörse, Mann, das hätte ich mir auch nicht zu träumen gewagt. Naja, lass mal losfahren. Da schwimmt ne Kölner. Da schwimmt ne Kölner. Da schwimmt ne Kölner am Schlossturm vorbei. Ja, sind wir im Wald hier? Wo bleibt unser Altbier? Wir haben in Düsseldorf die längste Theke der Welt. Ja, 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 ja. Wie schaut's eigentlich aus hier? Bin ich gleich mal über der Grenze? Oh, da steht er. Ich glaube, es will Besitz von mir ergreifen. Melasse de Domenkölle, denn da gehört dahin. Leck mich am Arsch, du Drecksack. Da schickes. Muss nicht passen. Let's see how? Ja. Los geht's. Los geht's. Aua. Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Filmfans und fucking Freaks und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Wir teilen uns hier gerade einen Bildschirm, denn das funktioniert nicht so, wie wir das vorhatten. Ja, leider gibt das Auto keine Ablagefläche mehr. Nee, muss mal ein anderes holen. Ja, genau. Kauf mir deswegen jetzt ein neues. Ja, wir waren auf der Filmbörse in Kölle. Für dich war es auch das erste Mal, wie für mich. Es war unser erstes Mal. War unser erstes Mal in Köln. Kleines Fazit. Möchtest du anfangen? Ja, also ich war positiv überrascht tatsächlich. Hat mir gut gefallen. Am Anfang geht man halt nur so in so einer kleineren Halle und dann denkt man sich erst, ja okay, ein bisschen mau. Aber nach hinten hin wird es noch viel breit gefächerter. Da ist noch mal eine ganze Halle dran und mal andere Händler fand ich ganz gut. Einfach mal eine Alternative zu sehen, als wie die immer Neues. Ich glaube nicht, dass wir zum letzten Mal hier waren. Nee, tatsächlich nicht. Wie du schon gesagt hast, ich war auch erst ein bisschen erschrocken. So, was, das war's? Nur so ein kleiner Rundgang. Aber dann eröffnete sich quasi noch eine riesengroße Halle und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Andere Händler waren am Start. Auch dementsprechend halt auch andere Angebote. Da waren zum Beispiel Super 8 Filme in Dosen, in Hardboxen und hast du nicht gesehen. Und sehr, sehr interessant alles. Wie ich so sehe, hat es sich gelohnt. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ja. Dann haben wir natürlich den Eintritt bezahlt. Ja. Und da gab es wieder was umsonst. Endlich war ich auch mal dabei. Ja. Was ist das? Aufstand der Prätorianer. Ja. Mit Giuliano, Gemma, Richard Harrison. Ach, ja. Und Moira, wie auch immer. Ja. Monumental Collection. Italien 1964. Ganz wichtig.
die ersten, wie viel? 50? 500? 100? Ich habe gar keine Ankündigung mitbekommen, was das angeht. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr seht, dieses Cover ist sensationell schlecht gedruckt. Ja. Das ist sehr unscharf. Und für alle... Tauschkiste. Ja, genau. Für alle, die es interessiert, 10.3. Filmbörse Neuss. Da ist der Moviepicker nicht dabei. Oder hier Comic- und Manga-Filmmesse. Zum Beispiel. Ja gut, er wird nicht mehr kommen. Nee. Leider nicht. 28. April sind die nächsten hier für alle. Genau. Könnt ihr euch aufschreiben, wann die nächsten sind. So, jetzt haben wir hier den schicken, ja, schicken Tauschfilm. Was habe ich noch hier? Achso, noch. Wie viel haben die mir denn da gegeben? Oh, Weekend of Hell hast du noch nicht gezeigt. Oh, tatsächlich. Habe ich nicht. Sehr unverschämt. Weekend of Hell haben wir in der Turbinenhalle in Oberhausen. 31.8. bis 1.9. Save the date. Und ganz wichtig, ist auch neu, Messe Essen. Diesmal Comic-Con, das erste Mal in Essen. Also wer dahin möchte. Genau, die haben wir auch noch. Schlaf schön. So. Hast schon Tickets gekauft? Nee. Überleg ich mir noch. So, dann kommen wir mal zu, was die Leute hier eingeschaltet haben tun. Ja, Entschuldigung, ne? Wir driften ab. Willst du anfangen? Nö. Nö. Ja. Was zu lesen. Fahren auf eine Filmbörse, um ein Buch zu kaufen. Genau. Muss man auch mal gemacht haben. Einmal, ja. Der Morgen stirbt nie. Pierce Brosnan. Die meisten sagen, ist der schönste Bond. Ist er tatsächlich vom Aussehen auch. Aber ich bin ja so ein Daniel Craig-Fan. Aber trotzdem, ja. Ist tatsächlich auch das offizielle Buch zum Film. Also, ich bin gespannt. Kein Bootleg. Exklusive Fotos, ne, kein Bootleg. Und für einen Fünfer kann man das mal mitnehmen und hat mal eine nette Abendlektüre. Schön. Dann geht's weiter mit einem Film, den ich tatsächlich so noch gar nicht in der Sammlung hatte. Den habe ich mal auf Netflix geguckt. Habe ich hier für einen Zehner im Steelbook. Ist natürlich jetzt kein keine J-Card bei, aber ja, ist okay. Der Olli stand neben mir und sagt, ist scheiße, der Film, aber... Nee, ist nicht meins. Nee. Aber brauchte ich trotzdem, musste ich mitnehmen. Dann gibt es tatsächlich auch gar nicht mehr so oft hier dieses, wie nennt man das? Future Pack, ne? Future Pack von Leon mit Jean-Claude Van Damme. Ich hab hier weinen. Toll, ganz toll. Nee, ernsthaft, das ist so traurig am Schluss. So schön halt. Ja, der ist schon echt mega. Ja. Wie gesagt, ist natürlich im Mediabook in der Sammlung, aber dieses schicke Future Pack konnte man nicht liegen lassen. Dann haben wir hier... Ja, konnte man schon, du wolltest noch nicht. Ja, konnte man schon, aber oh, das letzte Sonntag gibt es ja auch nicht mehr so oft. Silent Night, Deadly Night hätten wir hier einmal in einem Double Feature. Das ist einmal das Original von 1984 und dann das Remake von 2012. Limitiert auf 250 Stück. Oh. 280. Das hätte ich auch mitgenommen. Ja, und das Cover ist cool. Also ich hatte erst nur das Original in der Hand und dann hat er gesagt, ach guck mal hier, ich habe das auch als Double Feature, nimm das da mit. Ja, ja, ganz cool. Toll. Toll. dann von XT, ach ja, vorweg, eigentlich bin ich hierher gekommen und wollte gar nichts kaufen, weil ich überhaupt gar keine Intention hatte, was man sich holen sollte. Dafür ist es ziemlich viel geworden. Mutiert, ja, Mediabook sieht geil aus, passt so schön zu den anderen von XT, limitiert auf 555, wir haben hier die 92 und ja, ist halt vermutlich wie alle anderen Independent Schocker. Ja, der hat jetzt seine Blu-ray-Premiere quasi. Ich hatte davon mal so eine alte Blood Edition, okay. Crying Fields hieß der. Da sind vorne auf dem Cover sind so zwei Männer, die wollen sich auf die Fresse kloppen. Ich habe auch keine Erinnerung mehr an den Film. Ich habe den auch in der Sammlung, aber weiß ich auch nicht mehr. Muss ich mal gucken. Ja. Hauptsache haben. Genau. Besser haben als brauchen. Nicht haben. Dann haben wir hier einmal The Banker. Der sitzt auf der Bank wahrscheinlich. Nee, der sitzt vermutlich in seinem Ferrari. Also cool gemacht auf jeden Fall, das Cover. Aber es sagt mir auch gar nichts. Überhaupt nichts.
limitiert auf 63 Stück? Weil der von Retro Gold 63. Ja, genau. Ah, das ist von Retro Gold 63 und deswegen auf 63 Stück limitiert. Hier haben wir die Nummer 45 und es quartiert. Also Cover sieht gut aus, aber sagen tut er mir auch. Nee, niemand kennt ihn, doch jeder fürchtet ihn. The Banker ist einer der Lieblingsfilme von Quentin Tarantino. Wisst ihr Bescheid? Ja, muss ich mal nachfragen, ob das immer noch so ist. Ja, rufen wir mal an. Hör mal, ich hab den hier. Quentin, sag mal an. Den ersten hat man in der Sammlung, den zweiten ja, habt ihr auf jeden Fall preislich ein gutes Schnäppchen gemacht. Ja, auf jeden Fall. Die lagen so im Schnitt, glaube ich, um die 40 oder so rum. Und ja, fast. Ja. So zwischen 35 und 40. Genau. Wir haben jetzt 25 bezahlt, also ist okay. Und der ist in 4K sogar. Und die Nummer... 4K. 4K. Liebe Grüße an Otti Bond. Ja. die Nummer 9. Also ganz cool. Obwohl das Cover ist nicht so schön tatsächlich. Das ist nicht so scharf gestochen. Ja, das stimmt wohl. Dann wurde der Film empfohlen. Er liest sich sehr gut tatsächlich. Habe ich noch nie am Schirm gehabt. Limitiert auf 333 Stück von Nameless. Wir haben die sagenhafte Nummer 242. Sieht man das? Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Ja, ist natürlich eine Nummer von links nach rechts gleichlesend. Wunderschön. Wie gesagt, liest sich auf jeden Fall gut, wenn er noch mal kurz durchlesen Kannst du das nochmal wiederholen? Was hast du jetzt zu der Nummer gesagt? Liest sich links wie rechts gleich? Was? Ja, von links nach rechts gleich lesen. Ja, alle krank. Das ist hervorragend. Hier, von links nach rechts gleich lesen. Okay. Ganz wichtig. Haben wir verstanden. Wie gesagt, glaube ich, werde ich mir heute Abend reinziehen. Finde ich sehr interessant. Und dann kommen wir zu einem Mediabook, wo manche Leute auch sagen, man ist sehr krank, weil man einen Film hat, den man in alle Varianten haben möchte. Diesen Film sammelte ich halt in den Erstauflagen und mir hat eins gefehlt. Und ja, der liebe Moviepicker und ich, wir haben einen fantastischen Deal gemacht bei einem Händler, weshalb ich dieses schicke Inside-Mediabook nun endlich ja, auch ins Regal stellen kann und damit alle vier Erstauflagen von Inside in der Sammlung habe. Ich bin sehr froh und es ist sehr schön. Am Anfang habe ich erst gedacht, es wäre hier kaputt, weil hier so der Streifen durchgeht. Ist tatsächlich aber so und ja. Ist tatsächlich kaputt. ist tatsächlich kaputt. Nein, nee, also der ganz kurz, der Händler, der hatte halt ein Angebot, wenn du was für, ich glaube, ab 60 Euro gab, hat er 30% gegeben. Ja. Und du hast irgendwie noch nichts weiteres da gefunden. Nee. Dann habe ich gesagt, ja, lass mich mal gucken. Ja. Ja, und dann haben wir unsere Filme zusammengetan und dann haben wir ja gebündelt, sagt man ja. Genau. Und ja, ja, einen super Preis erzielt. Und deswegen habe ich jetzt Cover B auch in der Sammlung und kann meine Reihe, außer die wattierten, die ich nicht so schön finde, aber die ich auch nicht unbedingt haben möchte, weil es sind keine Erstauflagen, ja, in der Sammlung und vervollständige damit die Erstauflagen von Inside. Schön. Ja, das war's von mir. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Ja, tschüss. Okay, bitte. Ja, 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 wir sind da reingekommen und dann waren wir bei diesem Händler, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der immer auf Filmbörse Neues die ganzen Püppchen und Mörchen da, Merchandise verkauft. Und da hatte der da auf der Fensterbank so bunte Kästchen liegen. Butterbrotdosen. Butterbrotdosen, genau. Pausenbrotdosen. Und dann stand da überall so 5 Euro drauf und dann sagt er so, das sind kleine Filmrollen, wo Trailer drauf sind. Und hat auch irgendwie gesagt, so, sowas gibt es irgendwie gar nicht mehr. Das ist, weil irgendwie auch die Kinoprojektoren heute auch alles irgendwie digital sind. Und sowas wird teilweise, ja, weggeschmissen. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Dann habe ich dann 2 genommen. Wie gesagt, das ist halt wirklich nur so Deko-Kram. Ich weiß, kann ich das auch? Ne, es ist zugeklebt, ne, oder? Hier unten vielleicht. Doch. Ja, da. Ich habe sowas auch noch nie gesehen. Ah, cool. Ja, hier ist, habe ich das eigentlich eben gesagt? Nee, ne? Hier ist der Trailer zu Die 3 Fragezeichen, das Geheimnis der Geisterinsel. Da habe ich ja an mein Frauchen gedacht. Ja, und wie gesagt, hier ist so eine ganze Rolle drin. Ne, ist alles schwarz, ist zu viel Licht dran gekommen. Na doch. Ja, keine Ahnung, muss ich mal zu Hause gucken. Ich kann das natürlich nicht abspielen, ist klar. Wie gesagt, das ist ein Dekostück.
Kann ich dir das mal gut geben? Das geht nicht mehr zu. 5 Euro hat das Ganze gekostet und dann habe ich mir noch Trailer Variante E von Planet der Affen noch zugelegt. Auch ja. Mein Frauchen ist da ja auch richtig heiß hinterher, Planet der Affen. Da ist ja jetzt auch der neue Trailer irgendwie draußen, weiß ich jetzt gar nicht, wie der heißt, irgendwas mit Kingdom oder so. Kann sein. Ja, wie gesagt, ist halt ein Dekostück. Hier steht drauf, Filmtechnik, weiter Stadt. Ja, musste ich mitnehmen. Dankeschön. Danke auch. So, dann war auch dieser Stand da, der auch ein sehr, sehr netter Mann, der die ganzen Classic-Kult-Collections da immer im Angebot hat. Ja, für ab 2 Euro aufwärts. Und ich habe gedacht, ich guck nicht richtig. Ja, das war der Einzige, der da rumlag, ohne Preis. Und ich habe mit zittriger Stimme gefragt, weil ich im Hinterkopf hatte, dass der out of print ist. Wie teuer? Und dann guckte er drauf. 5 Euro. Katsching, bitteschön. Ja, und zwar habe ich mitgenommen den Grizzly. Sehr, sehr cool. Den kenne ich noch nicht, soll aber ein wirklich sehr, sehr guter Tierhorrorfilm sein. Und ja, wie gesagt, ich habe auf jeden Fall im Hinterkopf gehabt, dass die Blu-ray wirklich sehr, sehr rar ist. Und ja. Ich hatte mal in einem Mystery-Paket Grizzly 2, der soll ja total kacke sein. Aber jetzt kann ich mir mal beide angucken und ja, da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Dann, ja, machen wir mal ganz kurz das. An dem Stand mit dem schönen 30%-Deal habe ich mir dann noch ausgesucht. Freakshow, der Sound aus dem Jenseits. Und das Coole hier dran ist, dass hier auch noch der Soundtrack mit bei ist. Also sprich, wir haben hier ein 3-Disc-Set. Und ja, es ist halt so ein Heavy-Metal-Horror-Creature-Feature-Film. Muss ich noch reingucken. Ich kenne nur so ein paar Ausschnitte und die fand ich auf jeden Fall ganz witzig. So sieht das Ganze aus. Ja, ist auf jeden Fall... Durch den Deal... Von anderen, ja, die auch nicht liegen lassen. Genau. Es wäre auch so ein guter Preis gewesen, denke ich. Stinknormaler Mediabook-Preis. Wann ist das Ding hier rausgekommen? 2012. Ich fühle mich gerade sehr alt. Aber das wollte ich auch schon immer haben. Und ja, von daher dann mit den 30% auf jeden Fall top. So, dann an dem Stand, der an der Seite ausrangierte, wie heißen die nochmal? Steelbooks hatten. 10 Euro das Stück. Ja, und da bin ich auch fündig geworden. Und zwar haben wir hier einmal, die haben auch wohl alle deutschen Ton. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt deutsche Steelbooks sind. Keine Ahnung. Einmal mitgenommen, Stand By Me. Oh, Darlin, Darlin. Ja, da haben wir direkt den Ohrwurm gehabt. Genau. Richtig, richtig cool. Da freue ich mich. Ein Film aus meiner Kindheit, genau wie dieser hier, ja, Boys in the Hood, auch richtig cool in so einem ja, schwarz-weiß gehaltenen Steelbook mit so einer schönen Schriftprägung, mega, mega cool mit einem Ice Cube und Cuba Gooding Jr., ja, wenn es um so, oh Gott, ich darf ja das böse N-Wort nicht sagen, wenn es um diese Filme geht, dann wird ja immer Boys in the Hood genannt und Man is to Society, ne? Also damit bin ich so groß geworden. Genau. Ja, und als letztes, auch ich habe diesen Film mitgenommen, der eben schon in der in die Kamera gehalten worden ist. Allerdings habe ich mich für diese Variante entschieden, da ich diese sehr, sehr schick, außerordentlich schick, schick finde. For the Sake of Wishes. For the Sake of Wishes, ja, soll ein richtig krasser Slasher sein, der in der letzten halben Stunde wohl unheimlich krass abgeht. Der Händler meinte auch, er wäre positiv überrascht gewesen. Nothing good this way comes. Ich bin gespannt. Ja, ja, ich auch. Auf jeden Fall sehr, sehr schick. Und der ist nicht gut. Ja, ist hier limitiert auf 333 Stück. Ich habe hier Nummer 198. Kann man nur von vorne lesen, nach hinten.
nur von links nach rechts. Ach so. Ja, nee, muss ich wirklich sagen. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allen Dingen diese Reflexion hier im Helm. Ja, da sieht man, dass der Typ der Frau da die Knarre vor das Gesicht hält. Und dann mit diesem Reifenabdruck hier. Also wirklich gefällt mir sehr, sehr außerordentlich gut. Ist wirklich ein sehr, sehr schönes Cover, muss ich ganz ehrlich sagen. Für 22 Euro, obwohl der gerade mal frisch raus ist, denke ich, oder? Der Film selber ist von 2020, aber ich glaube, das ist erst irgendwie Ende letzten Jahres oder so erschienen, meine ich. Ja, von Nameless. Ja, das war's an dieser Stelle. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, wie ihr gesehen habt. Und das war wirklich sehr, sehr kurzfristig tatsächlich. Ich musste so auf die letzten Tage irgendwie noch so alles organisieren, dass ich hier hingehen konnte. Denn ich habe so einen unerhofften Geldsegen bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll. Ich habe Spiele getestet. Das hat ungefähr so dreiviertel Jahr gedauert. Da konnte man sich so einen bestimmten Betrag auszahlen. Das ist nämlich jetzt passiert vor ein paar Tagen. Und das ging unheimlich schnell aufs Konto. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich will auf Filme. Ja. Also, direkt raus mit der Kohlen. Ja, aber die Kacke mache ich nicht mehr. Das lohnt sich nämlich nicht mehr auf Dauer. So. Ja. Tja. War schön. Keine Spiele testen jetzt. Nee. Ja, so Filme testen. Oder Restaurant-Tester hier. Butterbrotsoßen haben wir schon. Ja, genau. Richtig. Packen wir dann einfach da rein. Heute Käse-Sandwich. Zum Beispiel. Ja, nee. War sehr schön. Wie gesagt, wir sind nicht zum letzten Mal hier gewesen. Einfach mal eine andere Kulisse, andere Leute. Ja, ach so. Ja, liebe Grüße. Grüße gehen raus natürlich an den Didi, an den Guido. Wer war noch da? Wie heißt der? Der Otti haben wir gesauen. Der Martin. Gesehen. Der Martin. Der Urke war hier. Den haben wir gar nicht mehr gesehen. Ne, der war plötzlich weg. Ja. Martin, du warst plötzlich weg. Ja, du bist schuld. Ja, wir nicht. Wir waren lang genug da. Die bauen schon ab. Ja. Den lieben Yusuf von den Media grüßen wir natürlich. Dominik von Filmkult. Genau. Ja, und den einen Händler, den grüße ich einfach mal unbekannterweise, der mich gefragt hat, ob ich noch 3D-Filme suche. den grüße ich auch mal an dieser Stelle. Vielen Dank für das Kompliment. Ich wurde ganz kurz rot und war sehr beschämend. Ja. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Könnt ihr mich noch zu meinem Auto fahren? Es regnet nämlich die Zeit. Ja, ich bin auf Zucker. Oh. Ja, lieben Dank fürs Ansehen. Dann bleibt gesund. Haltet ihr euch hier steif. Ja. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Macht's gut. Euer Timo.